Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Alan Wake's American Nightmare hier bei Bassinator LP. Ja, wir sind hier noch jetzt dabei, die Kühlmittelsysteme zu Ventile zu öffnen. Natürlich werde ich alle drei Systeme öffnen. Ich bin doch nicht blöd, Alter. Hier kommen wieder Millionen Spinnen oder so. Nee, die Heinis. Wenn es weiter nichts ist. Ja, also mit sowas. Also, mein Lieber. Du weißt, brauchst du mir nicht kommen hier. Ah, hier. Nummer uno. Sind die ganzen Spinnen? Naja. Ist ja wurscht. Dann suchen wir das nächste System. Was möchte die gute Anna mir mit diesem Smiley sagen? Das weiß wohl nur sie selbst. Ihr könnt es ja leider nicht sehen, liebe YouTube-Zuschauer. Aber das macht ja nichts. 40 Manuskripte um. Combat Shotgun. Na, das klingt ja auch nice. Ich muss da runter. Das finde ich ja super. Ich habe natürlich gar keinen Bock, da runter zu gehen. Ich hätte eher Lust, den Kater zu erschlagen. So, wo muss ich denn genau hin? Was war das? Hey Leute! Oh! War ja voll schwer. Also wenn das Spiel so leicht bleibt, dann ist das cool. I've carried a flashlight and a gun for so long that I feel naked without either. It's all too often that I need them. The darkness protects the taken. Shadows crawl over their forms like living things, protecting them from harm. Blows that would injure or kill a human outright mean nothing to them as long as the darkness persists. But light makes them vulnerable. Light burns the shadows away. The darkness that drives them is still in them, but now they're vulnerable. Flashlight and gun. Sometimes it feels they're all I have left. Also, dieser Kater muss jedes Mal anfangen zu nerven, wenn ich hier aufnehme, streame oder sonst was. Ich hasse es. Oh. Alter, jetzt mach doch. So, Ventil 2. Was willst du da oben? Aha. Was geht ab? Alan is coming, baby. Muni für die Maschinenpistole kann ich immer gebrauchen. So, und das andere Ventil war ja da drin hier, ne? So, mal rauf, Alter. Hallo? Hallo? Was geht denn ab? Achso. Ist auch noch eins. Okay. Okay. That should do it. Was wollt ihr denn, Leute? Noch einer ohne Fahrschein.
Ui, ne, hab ich voll vercheckt, ey. So, ich atme in mein Mikro so viel ich will. Ich könnte natürlich auch aufhören zu atmen. Ja, wenn ich was mache, mache ich das immer gut. Natürlich haben sie einen Weg reingefunden. Es ist Alan Wake, Alter. Wo wären wir denn, wenn sie keinen Weg reinfinden? Dachte er schon tot, ey. So, wo kam denn der von hier her? Ach, da hinten. Na klar, ist. Mal wieder auffüllen. Auf El Schnello. Oh. War abgelenkt, aha. Sie hat voller Begeisterung zugesehen, wie ich hier alles tötete. Ich muss schon sagen, ich bin eine wirkliche Ablenkung für Frauen. Da kann man einfach nichts dran ändern. Das ist mein natürlicher Charme. Und überhaupt meine ganze Art und Weise. Nicht. Oh ja, es kommt in laut und klar. Es ist amazing. Ich bin nicht sicher, was es ist yet. Let alone where it's coming from. But it's interacting with our system somehow. Like it was intended for us. But I don't understand how that could be. Maybe that's just how the story goes. What? Never mind. Is there a way I can hear it? Or however this is supposed to work? I think the signal is incomplete somehow. But you should be getting a printout of it now. What do you mean it's incomplete? It's almost as if we're only getting a fragment of it. I need the whole thing. This is important. I'm sure it is, but this is all we're getting. Did the man who looks like me get the whole thing? He locked me out of the booth, so I have no way to print out of a signal. It too is a weapon created by the Champion of Light. In its words, stirs a new reality. But it is incomplete. And yet, it provides a roadmap for the man to follow. A course that will lead him to a place where he may confront his enemy. Das Autokino. The drive-in. Once the site of lurid celluloid fantasies, it's now the site of an art exhibition. And yet, it's the search for closure rather than culture that brings the Champion of Light here. Okay, wir untersuchen das Autokino. Hallo, Kinoauto. Hallo, niemand da? Ich möchte bitte einmal die nackten Ärsche 12. Nicht. Ist. Läuft gerade nicht. Oder was? Was läuft denn dann? Ach. Ach so. Okay, ja, nee. So, hier gibt es irgendwo ein Manuskript. Hallöchen. Oh, it's you. Mm, that's fantastic. Are you okay? Go away. No,
I want you, but you'll get angry if you're here, so you gotta go. You know I'll do what you want. Okay. I love you so much. Did you know that love hurts? Are you gonna hurt me now? 'Cause you should. Lady, you got darkness on the brain. I think I can help you if I can get the lights on in here. You can't turn the power back on. It's not allowed. You said. So, where shouldn't I go so I don't turn the power back on, accidentally? It's the big building on the other side of the drive-in, but it's locked. Where's the key? Just so that I know to avoid it. It's on the wall next to the cash register. But you can't. You can't. Don't be bad. Hey, no problem. I'm just gonna go do some other stuff. Scouts on. Die Alte braucht's richtig kuschelig. Alter Falter. Mal checken hier, ob hier irgendwo war doch hier ein Manuskript. Theoretisch hier sind die Schlüssel, die ich aus Versehen genommen habe, um dann aus Versehen das Licht einzuschalten. Ganz aus Versehen, das kann ja mal passieren. Ne? Kennt man ja. Brauche ich hier noch irgendwie? Nö, ne, habe ich alles voll. Das ist ja schön. The man has encountered this before. People whose integrity has been suborned by the insidious touch of the darkness. He has experienced it himself, but merciful light burned away the darkness in his brain. Yeah. Manuskript. My writer's block got worse. I didn't sleep much anymore. My life with Alice seemed like a constant fight. I was a wreck. Alice took steps. She booked a vacation in Bright Falls, a small town in Washington. It was supposed to be a chance to break out of the cycle I was in. She didn't know about the darkness in Cauldron Lake. Aha. Jetzt fällt mir auch erst ein, warum du die Katze Alice nennen wolltest. Weil wir Alan Wake gespielt haben und den seine Frau Alice heißt. Mensch, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ein bisschen weiter hier durchsuchen. Da gibt es ja noch einiges. Hey, bleib mal cool, Alter. Was ist los? Immer locker flockig durch die Hose atmen, mein Freund. Auch du. Heidewitzka. Und so. Eine abgesägte Schrotflinte. Ja, nee. Weiße. Was soll ich denn damit? Sonst gibt's hier nix. Könnte natürlich überall rumsuchen, wo die Manuskriptseiten sind und die coolen anderen Waffen finden, aber... Oh. Mr. Hero's here. You ready to save the day? Ja. Was soll ich mit den ganzen Waffen, weißt du? Naja, verdoppelt ihr euch nur. Pass mal auf, Freunde. Au. Lad mal nach, Digga. Ey. Habe ich dir erlaubt, mich zu schlagen? Bitch.
Also ich muss sagen, das Maschinengewehr ist hier schon am geilsten irgendwie. Ich bin Alan Wake. Ich muss mich heilen. Was gibt's hier drin? Leuchtpistolenmunition. Das ist ja nice. Oh, und ein Fernseher. Alter, wie die abgeht. Der böse Ellen. Oh, da lebt noch einer. Jetzt nicht mehr. Alter, ey. Ich finde das Spiel irgendwie ganz lustig. Wie der abgeht, ey. Voll der Hammer. Oh Mann, könnte ich sein. Okay. Ist ja eigentlich gar kein lustiges Spiel, ne? Ist ja... Alter, wenn du mitkriegst, was ich getan hab, habe deine Wohnung gefunden und in dein Bett geschissen. Haha, wenn du das erstmal findest. Mal gucken, ob hier keiner von hinten kommt. Hey Freund. Gut, bisher kommen sie nur von vorn. Reload. Wo ist der denn hin? Es geht ab. Hä? Ich gehe einen Schritt zurück und die sind weg. Auch cool. Cheat. So, kriege ich hier was raus? 20 Manuskriptseiten, Alter. Ich habe hier noch gar nichts gefunden, ne? Das ist ja schlimm. Nix. Nix. Reimt sich auf Uschi. Soweit ich weiß. Aber vielleicht fällt euch ein Reim auf Uschi ein. Vielleicht Sushi. So, was gibt's denn hier Schönes? Jawohl, ja. Also echt, was brauche ich mit den ganzen Waffen da in den, in den Kofferchens? Ich habe das Maschinengewehr. Bisher reicht das vollkommen aus. Ich möchte mich eigentlich noch ein bisschen umsehen hier unten. Aber ich glaube, hier gibt's keine Manuskriptseiten mehr. Oder es gibt bestimmt überall welche noch, aber... Alle finden werde ich sowieso nicht. Von daher. Ist das ja wurscht. Es sah gerade kurz aus wie ein Alien. Nö, nee, ist keine Manuskriptseite. Ist halt das Gute, dass man auf der Map oben alle sieht, was es zu holen gibt. Schon sehr bassinatorfreundlich gemacht, das Spiel. Damit selbst der dümmste Idiot hier alles kriegt. Und trotzdem werde ich nicht alles kriegen. Anniche, in der Wundergage. Ich komme. Gut, hier ist nix. Außer komische Geräusche. Ich habe Angst. So, und wie viel Angst wir haben und ob uns das auffällt, sehen wir in der nächsten Folge von Alan Wake, American Nightmare. So, bis dahin, tschüss.